Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Radtour. Es ist Samstag, der 20. November. Aktuell hat es 8 Grad, also angenehme Temperaturen zum Fahren. Ich bin jetzt schon eine Weile unterwegs und zwar bin ich auf dem Weg nach Traunreut und möchte von da aus weiter an den Chiemsee radeln. Heute aber mal eine andere Tour und zwar möchte ich heute über Hart und Ising fahren. Und dann kurz vor Seebruck werde ich an den Chiemsee kommen und den werde ich dann Richtung Chieming, Grabenstedt weiterfahren. Von da aus habe ich eigentlich vor, dann rüber nach Traunstein zu fahren und über Rettenbach kann man wieder zurück nach Palling. Ja, und es würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid und genauso viel Spaß habt wie ich. Und ja, schauen wir mal, wie die Tour insgesamt wird. Hier seht ihr, ich bin auf der Schmankerltour. Was das jetzt bedeutet, weiß ich noch nicht. Wenn es jemand weiß, ob das irgendwie eine besondere Tour ist mit Restaurants oder irgendwie Spezialitäten, dann schreibt es mir in die Kommentare. Ich würde gern Näheres dazu erfahren. Vielleicht habt ihr ja eine Idee oder Wissen. Würde mich freuen. Aber jetzt fahren wir erstmal weiter Richtung Traunreut. Auf geht's. Ja, und nachdem die letzte Tour sehr mühsam war, habe ich mal meinen Zahnkranz hinten gewechselt, habe eine andere Übersetzung gewählt und zwar das kleinste Ritzel mit 14 Zehen und das größte mit 34 Zehen. So sollten doch die Berge oder Hügel mir leichter fallen. Da bin ich gespannt, wie das funktioniert. Ja, und ansonsten, die Sonne versucht jetzt durchzukommen. Es gibt so leichte Lücken, aber wirklich nur ganz kleine. Ich bin gespannt, ob sie es schafft. Ja, und von der Seite her, wenn man nach Traunreut fährt, sieht man auch, wie Traunreut entstanden ist. Nämlich durch die Industrie. Ist jetzt nicht wirklich ein schöner Anblick. Aber auch dem muss ich euch mal zeigen, weil das gehört ja einfach dazu im ländlichen Bayern. Ich bin schon wieder raus aus Traunreut Richtung Oderberg. Das ist so ein Vorort von Traunreut, von Traunleichen, Matzing. Und dann Matzing muss ich mal schauen, wo es denn weitergeht. Wie gesagt, ich möchte ja über Hart und Ising heute fahren. Und die Strecke kenne ich halt noch nicht. Also lassen wir uns überraschen. Und ich komme jetzt nach Traunleichen. Verlasse Oderberg und nach Chieming sagt er 8,4 Kilometer, Traunstein 11 Kilometer. Aber ich will ja erstmal Richtung Ising, Hart Ising und dann erst nach Chieming, also wird es schon noch ein paar Kilometer mehr. Ja, ich könnte jetzt links den Radweg nehmen.
und ich muss links den Radweg nehmen, weil hier ist nur ein Fußweg. So oft schon lang gefahren und doch ist nicht gespannt. Hier ist jetzt Seebruck, Hart angeschrieben. Nach Hart sind es 3,5 Kilometer. Sehr schön. Ja, und für mich geht es jetzt wieder in den Wald. Ich muss sagen, das ist sehr angenehm. Solange die Wege gut befestigt sind, ist das kein Problem. Während ich hier so durch den Wald geradelt bin, habe ich richtig Lust bekommen auf Schwammerlsuchen. Leider ist die Zeit dafür wohl vorbei. Jetzt im November ist, denke ich, viel zu kalt. Zum anderen kenne ich mich nicht aus und würde, glaube ich, keine finden. Beziehungsweise wäre mir nicht sicher, welche ich sammeln darf und welche nicht. Ob man es essen kann oder nicht. Ja, also lass mal es und fahr mal lieber ein bisschen Rad. Das ist sicherer. Ja, und die Berge sind leider im Dunst. Man kann sie heute nicht so toll sehen, aber das macht nichts. Auch so eine Tour durch die Wälder ist wirklich wunderschön. Und die Sonne kommt jetzt auch raus, was natürlich traumhaft ist. Ja, und hier hat es wirklich einen wunderschönen Weg. Wie gesagt, den kannte ich auch noch nicht. Und ich bin wieder mal begeistert. Ja, und die Hinweisschilder sagen, links geht es nach Traunstein-Nussdorf über Hub und nach rechts nach Öd, Knesing, Traunreuth. Und ich komme aus Richtung Matzing, Traunreuth und soll jetzt geradeaus fahren. Ah, hallo. Nach Hart, passt schon, danke. Hier bei Hart hat es eine wunderschöne Kapelle. Josef Theresia Mayer 1999. Ja, und hier hat es so eine Hinweistafel, die habe ich gerade mal gelesen. Und die Kapelle gehört zum Kramerhof, steht da und wurde erbaut, wie schreiben sie, um ein Versprechen der Eheleute Josef und Theresia Mayer einzulösen. Ja. So, und ich fahre jetzt aber weiter
weil ich merke, ich bleibe schon wieder oft stehen, um einfach die Natur und die Gegend zu genießen. Aber das muss auch sein. Jedoch dauert dann meine Tour wahrscheinlich etwas länger wie geplant. Drum geht's jetzt weiter. So, ich bin in Hart und fahre jetzt Richtung Tarping und dann weiter Richtung Ising. Hier ist wieder Kimming angeschildert, Zeebrugge, Druckklein. Ising, 4 Kilometer. Das heißt, ich bin ja richtig. Und wo geht's jetzt lang? Zeebrugge, Ising. Ich wollte eigentlich Richtung Ising, aber jetzt schickt er mich hier nach Zeebrugge. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob ich über Ising komme. Lassen wir uns überraschen. Und ich bin hier beim Gut Fasanenhöhe, Pferdeferien, Hofcafé. Hofcafé klingt ja schon mal gut. Ja, und trotz Bewölkung hat es eine schöne Aussicht. Auch wenn man die Berge heute nicht so sieht. Also ich kann euch sagen, es hat sich gelohnt, mal diese neue Route zu fahren. Bis jetzt sehr abwechslungsreich. Ja, und viele neue Eindrücke. Ja, und vor mir sehe ich schon die nächste Kapelle. Also die sind hier dicht gesät. Schauen wir mal, was das für eine ist. Vielleicht nenne ich dann die Tour auch Kapellentour. Ja, und doch schön angelegt, ne? Und auch hier gibt es wieder ein Hinweisschild. Wegkapelle Storfling. Ja, und die gehört zum Hof des Irgenbauern. Also jede Kapelle gehört wohl irgendwie zu einem Hof. Die wurde ja im frühen 19. Jahrhundert gebaut. Interessant. Und weiter geht's. So, und Tauernhausen habe ich erreicht und laut Navi muss ich hier von irgendwo links abbiegen. Und da ist dann auch Ising angeschildert. Und ich habe Ising erreicht. Hier in Ising finden immer wieder Reitturniere statt. Hier gibt es eine Reitschule, eine Reithalle. Und auch hier wieder eine Kapelle. Also doch die Kapellentour. Ja, und der Chiemsee liegt vor mir. Bis Zeebrugge sind es noch 2 Kilometer,
aber da möchte ich heute gar nicht hin. Ich fahre jetzt von hier aus Richtung Chieming und die Sonne kommt raus, wie schön. Hier gibt es jetzt sehr viel Privatgrundstücke direkt am See, aber ich glaube, hier rein müsste ich eigentlich schon runter an den See kommen. Hier ist ausgeschildert, der Radweg geht hier rechts rein. Und dann nehmen wir doch einen Blick auf den See mit, bevor wir dann weiter Richtung Chieming fahren. Ja, den Chiemsee habe ich erreicht. Die Berge liegen im Dunst. Das hat trotzdem etwas Bezauberndes, etwas Magisches. Es ist einfach eine schöne Jahreszeit zum Radeln. Nicht zu warm, nicht zu kalt. Ja, und es kann nicht immer nur die Sonne scheinen. Und auch so ein Wetter kann man einfach genießen. Für mich geht es jetzt weiter von hier Richtung Chieming. Und dann muss ich mal schauen Richtung Grabenstedt, nehme ich an, Traunstein. Ja, lassen wir uns einfach überraschen. Ja, und auch hier in Schützing hat es einen wunderschönen Blick auf den See. Traumhaft. Ich komme hier nach Stötham, Gemeinde Chieming, und folge weiter dem Radweg. Chieming liegt vor mir, wieder ein Etappenziel geschafft, gleich geschafft. Dann bin ich gespannt, wie es Navi mich weiterführt. An Traunstein sind es noch 9 Kilometer, er steht 5. Ich fahre jetzt schon einige Zeit weg vom Chiemsee in Richtung Traunstein.
habe kurz vor Grabenstedt im Prinzip die Route verlassen und muss sagen, auch hier hat es wirklich wunderschöne Aussichten und es ist angenehm zu fahren. Jetzt wird es langsam frisch. Ich schaue, dass ich jetzt dann auch irgendwie wieder nach Hause komme, damit ich, bevor es dunkel ist und richtig kalt wird, einfach wieder im Warmen bin. Ja, ansonsten lässt sich's gut fahren. Ich hoffe, es gefällt euch. Mir taugt die Tour diesmal wieder richtig gut. Lässt sich auch wirklich gut fahren. Hat nicht so steile Anstiege, geht immer schön dahin. Bin natürlich langsamer unterwegs wie sonst, aber das bedingt dadurch, dass ich ständig anhalte und einfach die Aussichten genieße. Ja, und jetzt fahre ich einfach hier weiter. Und da hinten sehe ich, geht schon einen kleinen Hügel hoch wieder. Schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht. Ja, und hier kann man die Berge natürlich schon besser sehen. Ich bin kurz vor Erstedt. Zumindest die Silhouette der Berge. Schön. Ja, und hier geht es jetzt einen Stich hoch und nach Traunstein sind es noch 3,7 Kilometer den Kapellenradweg entlang. Ja, den glaube ich bin ich heute eh gefahren. Oh, hier wird es ganz schön steil. Ui, da hebt sogar das Radl aus. Und berghoch lohnt sich immer. Leider habe ich diese Aussicht im Rücken. 3,2 Kilometer bis Traunstein. Es hat hier die Adelholzner Runde und ich befinde mich gerade auf dem Kapellenweg. Das passt zur heutigen Tour. Da waren ja einige unterwegs zu sehen. Jo, hier hat es jetzt auch wieder ein paar schönere Blicke auf die Berge. Das heißt, die Wolken, der Nebel, der ist etwas hochgegangen, sodass man die Silhouetten gut erkennen kann. Und ich fahre jetzt hier weiter Richtung Traunstein. Das geht jetzt an der Straße entlang. Ja, und ich werde jetzt ein bisschen Musik auf die Kopfhörer machen und dann merke ich den Verkehr nicht ganz so sehr. So, durch Traunstein bin ich durch und jetzt geht es Richtung Rettenbach-Kammer. Noch 16 Kilometer liegen vor mir. Ja, und auch gegenüber der Kirche, die fleißig läutet,
gibt es eine Kapelle. Zweckham, Stadt Traunreuth, Kreis Traunstein. Und am Eingang gibt es eine Kapelle. Da es von Oberweißenkirchen nach Balling keinen gescheiten Radweg gibt und ich nicht schon wieder nur die Straße entlang fahren möchte, bin ich jetzt hier nach Zweckham rechts abgebogen Richtung Frauenhirt und habe die, auch wenn kürzere, Route verlassen. Ja, und ich fahre jetzt über Frauenhirt nach Brünning und von Brünning dann weiter nach Palling. Das ist definitiv die schönere Tour, auch wenn es etwas länger ist. Ja, und hier geht's wieder über Wiesen, Felder, durch die Wälder. Einfach schön. Das Navi freut sich, dass ich der Tour wieder immer näher komme. Aber ich habe sie gleich geschafft. Nach 4 Stunden und 21 Minuten sowie was über 56 Kilometern Fahrt bin ich wieder zu Hause angekommen. Es war eine sehr schöne, abwechslungsreiche Tour. Wenn sie euch auch gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben. Und wenn ihr Anregungen habt oder Tourenvorschläge, dann schreibt es mir in die Kommentare. Ich würde mich sehr darüber freuen. Jo, und ansonsten abonniert meinen Kanal. Dann sehen wir uns auch das nächste Mal. Bleibt gesund. Servus, pfiat euch. Bis zum nächsten Mal.